große Aktion hier mitgemacht hat. In über 80 Städten in Deutschland stehen heute über 100 solche Aktionen an, mit denen wir deutlich machen, Umverteilen soll organisiert werden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für Martin Matz, der diesen Teil der Kundgebung moderiert hat. Martin Matz, der Vorsitzende des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Habe ich das gut gemacht heute? Vielen Dank, Martin, dass du das gemacht hast. Und wir wollen jetzt hiermit die Kundgebung eröffnen. Als erste Rednerin wird zu euch reden Ursula Engeling-Käfer. Ursula Engeling-Käfer kennt ihr alle. Sie hat bereits schon bei der Demonstration, die wir im Herbst durchgeführt haben, als eine der großen Acts uns geredet, hat ihr Leben lang damit verbracht, dass sie für Umverteilen, für soziale Gerechtigkeit, für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekämpft hat. Und sie hat, nachdem sie für den DGB-Bundesvorstand nicht mehr kandidiert hatte, sich entschieden, aber nicht in den Ruhestand, sondern in den Unruhestand zu gehen. Heute spricht Ursula zu uns als Mitglied im Vorstand des Deutschen Sozialverbandes Berlin-Brandenburg. Ursula, du hast das Wort. Ja. Liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen, als Sozialverband Deutschland und vor allem als Landesverband Berlin-Brandenburg unterstützen wir das Bündnis Umverteilen. Und das war heute eine tolle Aktion mit dem goldenen Band, mit den Säcken und mit den Talern. Denn es kommt drauf an, wir müssen die Umverteilung wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir brauchen keine Umverteilung von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und dafür demonstrieren wir heute. Denn wir müssen ganz klar machen, das, was der Neoliberalismus in den vergangenen Jahren beim Sozialabbau nicht geschafft hat, erledigt jetzt eine ungenierte, immer dreistere Finanzbranche. Wir werden abgezockt, uns wird das Fell über die Ohren gezogen. Das müssen wir der Bevölkerung klar machen und dafür müssen wir ein Stoppschild setzen. Nicht mehr nur um Sozialabbau, es geht um die Gefährdung unserer Demokratie. Was einzelne Regierungsvertreter nach dem Motto Mercosy an einsamen Gipfelbeschlüssen treffen, muss dann hinterher von den Abgeordneten abgenickt werden. Und leider lassen sich die Parlamente und viele Politiker missbrauchen für diese Abnickmaschine. Und uns wird dabei alles kaputt gemacht, was wir in Jahrzehnten hier als Sozialstaat aufgebaut haben. Wir wissen das und das können inzwischen auch trotz Versuchen von Herrn Rösler von der FDP, unserem Wirtschaftsminister, nicht mehr kaschieren. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Die Spaltung in unserer Gesellschaft setzt sich fort. Was ist das denn für eine Gesellschaft, in der inzwischen ein Viertel aller Beschäftigten in prekärer Arbeit tätig sind? Ungefähr 7 Millionen Menschen Hartz IV beziehen müssen und in dieser Armutsfalle gefangen sind und jeder 6. Bundesbürger von Armut bedroht ist, sei es Armut bei Arbeit oder Armut im Alter. Das ist die falsche Entwicklung, die müssen wir umverteilen und dazu setzen wir heute ein Zeichen. Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Es geht auch um die Menschen in den Krisenländern. Uns wird immer wieder gesagt, wir müssen die finanzielle Haftung übernehmen, damit diese Länder überleben können.
Das ist eine Verdummung bis zum Betrug. Es geht nicht um die Menschen in diesen Ländern. Es geht um die Banken und es geht um die Gläubiger und Eigentümer der Banken und um die Topmanager. Und dazu haben wir keine Veranlassung, diese mit unserem Geld auch noch weiter zu fördern. Und deshalb brauchen wir eine Umverteilung, nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Es ist doch ein Abenteuer. Die reiche Bundesrepublik ist nicht einmal in der Lage, eine vernünftige Vermögensbesteuerung wieder einzuführen. Solche Länder wie Großbritannien, USA, die alles andere als ein Vorbild für den Sozialstaat sind, haben seit vielen Jahren eine Vermögensteuer. Und das muss doch bei uns auch gelingen können. Wir brauchen das Geld für die Bürger in diesem Lande. Wir müssen die soziale Sicherung wieder in einen vernünftigen Stand setzen. Unsere Rentner müssen wieder wissen, dass sie von ihren Renten leben können. Wir müssen verhindern, dass noch eine Rentnerin in den Tod getrieben wird, wie vor wenigen Tagen in Berlin, weil sie aus ihrer Wohnung vertrieben wurde, als eine Frau mit schweren Behinderungen. Es darf nicht noch einmal einen Fall Rosemarie E. in Berlin und sonst wo geben. Und dazu brauchen wir die Mittel, damit die Kommunen und die Städte hier eine soziale Infrastruktur schaffen können. Und wir brauchen das Geld für anständige Bildung. Jeder weiß, dass viele Kinder, gerade auch in Berlin, keine Chance haben an einer vernünftigen Bildung und Entwicklung. Und das sind die Notwendigkeiten. Und das Geld ist dort bei weitem besser aufgehoben als bei den Topmanagern, Eigentümern und Gläubigern der Banken, die das Geld in die Steueroasen überall in der Welt schaffen und schon längst geschafft haben. Liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen, es ist ganz wichtig, dass dies einmal allen Teilen der Bevölkerung klar gemacht wird. Ich habe oft den Eindruck, dass noch gar nicht gesehen wird, wie sehr wir verdummt, betrogen und belogen werden in der Politik. Und dass dies dann zu verheerenden Ergebnissen führt, mit denen wir konfrontiert sind. Man merkt es noch kaum. Aber wenn man sich anguckt, was auch in der Bundesrepublik, der es ja immer noch sehr gut geht, Gott sei Dank sehr gut geht, das, was hier passiert an Einschränkungen bei den Renten für Ältere, Renten für Erwerbsgeminderte, bei den Arbeitslosen, die ja praktisch nur noch zu einem ganz geringen Anteil Arbeitslosenunterstützungsleistung bekommen. Bei Hartz-IV-Empfängern, wo um jeden Cent gestritten wird für das Lebensnotwendigste und für junge Menschen, die nur noch befristet oder über Leiharbeit in Arbeit kommen und kaum eine vernünftige Entwicklungschance haben. Oder für die Frauen, die nach der Familienphase dann wieder in die 400-Euro-Jobs zurückkehren dürfen, ohne Sozialversicherung, in der Armutsfalle gefangen und mit der Perspektive von Armut im Alter. Wir haben genug zu tun, dafür brauchen wir Geld. Wir wollen wieder unseren Sozialstaat in eine vernünftige Entwicklung bringen und nicht die Banken finanzieren. Und das muss man den Menschen immer wieder deutlich machen. Und dafür stehen wir auch als Sozialverband hier im Bündnis
umverteilen und werden nicht locker lassen, dies auch immer wieder in die Politik, an die Abgeordneten zu bringen, hoffentlich mit Erfolg, gerade wenn Sie demnächst wieder antreten wollen, als Bundestagskandidat in den Bundestag einziehen wollen. Wir akzeptieren nur solche Politiker und Politikerinnen, die auch bereit sind, die Umverteilung wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und wir helfen dabei. Ja, liebe Ursula, vielen Dank für diese engagierte Rede vom Sozialverband Deutschlands.